Herzlich willkommen zu meiner Vorlesung Thermodynamik. Sie wundern sich wahrscheinlich, ich habe hier eine Kaffeetasse in der Hand. Warum? Das hängt mit dem Thema Entropie zusammen, mit dem wir uns jetzt befassen wollen. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum eigentlich eine heiße Tasse Kaffee nicht spontan heißer wird, sondern sich immer abkühlt? Oder warum ein Gas in ein Vakuum expandiert, aber nicht spontan kontrahiert? An der Energieerhaltung kann das nicht liegen. Denn wenn wir ein abgeschlossenes System haben, ändert sich die innere Energie ja nicht. Wenn wir ein geschlossenes System haben, also den Dampfkochtopf, dann findet ja Transfer von Wärme und Arbeit ab. Und wenn wir in dem System die innere Energie verändern, verändern wir gleichzeitig auch die innere Energie der Umgebung um das System herum. So, aber was gibt uns an, in welcher Richtung die Änderung der inneren Energie ist? Warum ändert sich die innere Energie meiner Tasse Kaffee nicht so, dass die Tasse Kaffee heißer wird? Es muss also noch eine treibende Größe geben, die die Richtung der Änderung der Energie bestimmt. Und diese Größe ist die Entropie, die ein Maß dafür für die Qualität der Energieumwandlung ist. Wenn wir eine gerichtete Bewegung durchführen, also Arbeit leisten, dann kann eine Kontraktion stattfinden. Wenn wir auf eine ungerichtete Bewegung, also zum Beispiel Wärme zuführen, dann kann nicht eine spontane Kontraktion durchgeführt werden. Also es gibt einen Unterschied zwischen Wärmeübertrag und Arbeitsübertrag. Und mit der Entropie, damit wollen wir uns jetzt noch ein bisschen näher befassen, was dahinter steckt. Und jetzt kommen wir zum zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Die Entropie eines abgeschlossenen oder isolierten Systems nimmt, sollte in diesem abgeschlossenen System eine spontane Änderung erfolgen, zu, damit diese Änderung stattfinden kann. In einem irreversiblen Prozess steigt also damit die Entropie in dem System. Wenn wir es mit einem reversiblen Prozess zu tun haben, wo also das System permanent im Gleichgewicht mit der Umgebung ist, dann ändert sich die Entropie der Gesamtheit des Systems mit der Umgebung nicht. Das heißt, das Delta S ist für diesen Fall gleich 0. Das ist jetzt vielleicht etwas schwer zu verdauen, was jetzt Entropie wirklich ist. Und ich glaube, es ist einfacher, wenn wir das anhand eines mikroskopischen Bildes erklären. Für das mikroskopische Bild möchte ich Ihnen ein kleines Video zeigen. Sie sehen hier drei Vögel, die auf einer Telegrafenleitung sitzen. Die sitzen alle auf der gleichen Leitung. Das ist unsere Ausgangssituation. Und jetzt stellen Sie sich vor, wenn Sie jetzt im Folgenden den kleinen Clip sehen, dass diese Vögel eigentlich Moleküle sind und dass diese Telegrafenleitungen Energiezustände sind, in denen sich die Moleküle befinden. Diese drei Moleküle sind unterscheidbar, deswegen haben die Vögel auch unterschiedliche Farben. Und im Augenblick sitzen sie alle auf der gleichen und wir wollen die untere Telegrafenleitung mit der Energie 0 gleichsetzen. Dann ist die erste Telegrafenleitung hat die Energie Epsilon, die nächste Telegrafenleitung hat die doppelte Energie und die höchste hat die dreifache Energie Epsilon. So, und im Augenblick sitzen die Vögel zusammen und haben die Gesamtenergie 3 mal Epsilon. Und im Folgenden wird die Gesamtenergie des Systems immer gleich bleiben. Sie wird immer 3 mal Epsilon sein. Aber wir werden sehen, dass diese Gesamtenergie 3 Epsilon auf verschiedene Arten und Weisen realisiert werden können. So, jetzt sehen Sie, die Vögel streiten sich und verändern damit die Positionen auf den Telegrafendrähten. Hier sehen Sie, zählen Sie mal nach, wie viele Möglichkeiten es gibt, dass die Vögel jetzt hier einer auf dem obersten Zustand und zwei auf dem untersten Zustand sind, wie viel es da gibt. Und nun schauen Sie sich an, wie viele Möglichkeiten es gibt,
dass die drei Vögel auf drei verschiedenen Zuständen, sich in drei verschiedenen Zuständen befinden können. Haben Sie gezählt? Was haben Sie jetzt genau beobachtet? Und haben Sie auch richtig gezählt? Also fangen wir an. Wir haben einen Makrozustand, der die Gesamtenergie 3 Epsilon hat. Am Anfang war dies realisiert, indem alle drei dieselbe Energie hatten. Das ist ein sogenannter Mikrozustand. In dem zweiten Fall hatten wir einen Mikrozustand, bei dem zwei auf dem untersten und einer auf dem obersten Zustand sich befand. Und da gab es genau drei Variationsmöglichkeiten, nämlich die, wie die Vögel permutierten zwischen dem untersten und dem obersten Zustand. Und im letzten Fall gab es sechs Möglichkeiten, wie die Vögel über die drei verschiedenen Energiezustände verteilt waren oder Telegrafenleitungen, wie die auf den drei verschiedenen Telegrafenleitungen gesessen haben. So, es gibt also drei verschiedene Mikrozustände, die den Makrozustand 3 Epsilon realisieren. Und wenn man jetzt herauspickt, welcher am wahrscheinlichsten ist, dann ist das der letzte, weil der am häufigsten vorkam, also mit den sechs Realisierungsmöglichkeiten. Und hier bedient man sich für Systeme, die wesentlich mehr Teilchen beinhalten als drei Teilchen, der Formel aus der Mathematik, dass man die Anzahl der Permutationen ausrechnet, also über n-Fakultät. Das ist die Anzahl der Permutationen, die n-Teilchen durchführen können. Man muss das Ganze noch einschränken, wenn jetzt weniger Zustände als Teilchen vorhanden sind. Also wenn weniger Energiezustände da sind, aber ganz, ganz viele Teilchen, dann muss man noch abzählen, wie viele Teilchen sich in dem einen Zustand befinden oder und in dem zweiten und in dem dritten und so weiter. Also n-Fakultät durch n0-Fakultät mal n1-Fakultät mal n2-Fakultät und so weiter. Rechnen Sie das mal für die Vögel nach, damit Sie sich damit vertraut machen. Jetzt sind in einem Mol eines Gases ganz viele Teilchen vorhanden. Und das heißt, n-Fakultät ist damit mit normalen Taschenrechnern gar nicht mehr auszurechnen. Deswegen ist man dazu übergegangen, nicht direkt die n-Fakultät zu nehmen, sondern den Logarithmus dieser Realisierungsmöglichkeiten, also ln Omega. Und Boltzmann hat daraus die Boltzmann-Formel entwickelt. Das heißt, die Entropie eines Systems kann ausgerechnet werden über die Boltzmann-Konstante, das ist, wenn man das auf molekularer Ebene betrachtet, mal ln Omega, das heißt die Anzahl der Realisierungsmöglichkeiten. So, jetzt haben Sie eine ganz wichtige Größe der Thermodynamik kennengelernt, die Entropie, und ein mikroskopisches Bild erhalten. Das nächste Mal werden wir uns noch intensiver mit dieser Größe auseinandersetzen, die uns auch lange begleiten wird in vielen Prozessen. Und beim nächsten Mal werden wir uns mit dem dritten Hauptsatz der Thermodynamik befassen.